Der Moment, in dem ich meine Atmung trägt und ich dadurch in so eine Art Flow komme, ist der Moment, wo mir nichts mehr durch den Kopf geht. Es fühlt sich so an, wie wenn man auf einer Wolke da oben sitzt und nichts zu tun hat und einfach nur sich der Sonne und des Lebens erfreut. Ich würde sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und es war lange Zeit auch schwer für mich, aber durch so Sachen wie Yoga ist es mir irgendwie leichter gefallen, vielleicht auch erstmal die Emotionen nur wahrzunehmen und nicht gleich darauf handeln zu wollen. Das größte Rätsel im Leben ist das Selbst und Identität, weil ich einerseits zu dem Schluss komme, wenn ich meditiere oder Yoga mache, dass es vielleicht sowas wie das Selbst gar nicht gibt und dass es aber auf der anderen Seite doch viele Probleme in unserer Welt gibt, weil Leute nicht zu ihrer Identität finden. Gerade in unserer gegenwärtigen Zeit, wo in den Medien sehr viel mit Angst und Hass manipuliert wird, ist es sehr wichtig, dass Menschen ein Gefühl dafür entwickeln, was Emotionen eigentlich bedeuten, wann sind Emotionen irrational, wann sind sie rational. Meine Vision ist, dass wir in einer Gesellschaft zusammenleben, in der wir Konflikte konstruktiv miteinander angehen, und zwar in der realen Welt und nicht auf Plattformen wie Twitter und Co. Ich bin Laura Kaltwasser, ich bin Postdoc an der Berlin School of Mind and Brain und erforsche soziokulturelle Identität mit neurowissenschaftlichen Methoden.